Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Dreadnought. Ja, ihr seht's richtig, ihr werdet ganz böse angeschaut von diesem Zerstörer, Destroyer Gora, den ich heute, glaube ich, mal wieder zeigen will und spielen werde. Also da, der kommt auf euch zu und ihr seht hier auch mal die Ausstattung. Wir spielen hier mit Ballistic Cannons. Flak Turrets, das sind so die Sachen, die man erst später im Verlauf verändern kann, beziehungsweise die ballistischen Kanonen, die bleiben eh immer. Und hier sehen wir, wir brauchen einen Kapitän der Stufe 11, um die Flakkanonen zu verändern. Natürlich der Heavy Nuclear Torpedo, der ist ganz nice. Plasma Ram nutzen auch viele, aber ich finde das gar nicht so gut. Deswegen bleibe ich hier beim Torpedo. Hier die Torpedosalve. Die Autoguns mag ich auch ganz gerne, auf die nähere Distanz gehen die ganz gut ab und dann ansonsten alles andere bleibt dann eher normal. Den Energy Generator, damit kann man halt seine Energie wieder aufladen, macht mehr Damage, also halte ich sinnvoll für den Zerstörer. Ihr seht schon, ich bin nicht mehr weit weg von Stufe 9 und dementsprechend klicken wir auf Spiel, Deathmatch, especially for those of us with particular talents. Und ich würde sagen, weil das dauert immer so ein bisschen, jetzt habt ihr so mal gesehen, wie das aussieht. Man kann natürlich auch noch die Appearance, also hier praktisch die Optik verändern. Also da könnt ihr euch wirklich optisch austoben, aber jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im Gefecht wieder, weil da geht es dann erstmal richtig rund. Und da sind wir auch schon, ihr habt gar nichts verpasst, wir sind pünktlich wieder zurück und wir sehen, wir könnten natürlich jetzt das Schiff aussuchen, aber wir haben hier schon folgerichtig die Gora reingestellt und dementsprechend, hier ist sie. Also, wir machen einfach Space to Ready Up und schauen mal, wie das Team so aufgeteilt ist. Wir sind aktuell zu fünft, der Gegner ebenfalls, also wird es da ein schönes 5 vs 5, da passt alles in vollzählig, so soll es auch sein. Was ich immer noch ein bisschen verspult finde, sind die Kapitänsränge. Das mag ja dann vielleicht, wenn man super im Thema drin ist, easy zu deuten sein, aber eher so eine einfache römische Zahl von 1 bis 100 wäre mir da lieber, weil da könnte ich es einfach schneller einschätzen. So, jetzt soll es auch gleich losgehen. Und da sind wir also auch schon. Ich halte mich selbstverständlich erstmal zurück. Ziehe mich sogar auch ein bisschen noch nach unten weg. Es sieht so aus, als ob wir nichts hätten, was irgendwie mit einem schnellen Damage macht. Also Korvetten haben wir keine am Start. Ja. Es sollte eigentlich schon passen. Wie gesagt, keine Korvetten, ist jetzt kein Beinbruch. So, der hat jetzt kurz mal gesehen und weiß jetzt, was da als Sache ist. So, muss ich hier aufpassen. Dann machen wir lieber ein Schild an. Aufpassen, jetzt bin ich der Einzige, auf den er schießt. Und so komme ich da ein bisschen aus der Sache raus und kriege jetzt hier auch eine Heilung. Und Schild ladet sich auf. Es ist gerade so ein bisschen statisch. Werde ich versuchen, mal so ein bisschen Unsinn zu machen. Aber das ist ganz klar eine Runde für eine Korvette. Ich werde auch danach umswitchen, weil da ist definitiv genug Material zum Arbeiten vorhanden. Und ja, man muss auch sagen, aus der Taktiksicht, da wird ganz gern öfters mal einfach gemacht, auf was man Bock hat, aber nicht, was dem Team natürlich helfen würde. So wie jetzt hier, der auch mit der Korvette arbeitet. Kann aber jetzt der einzige Vorteil sein,
dass wir da so ein bisschen vielleicht aus dem Fokus damit rutschen. Aber noch steht's 5:0, also viel ist noch nicht passiert. So, da haut er lieber ab. So, jetzt könnte ich hier auf den mal ordentlich draufballern. Und vielleicht kriege ich den ja jetzt raus, weil er da ein bisschen zu optimistisch in seinem Sein war. Aber jetzt bekommt er da Heilung und das nicht zu knapp. Und jetzt muss ich hier definitiv aufpassen. Wir führen 15:5, also das ist alles noch so, wie man wirklich damit leben kann. Ah, jetzt bekommt er wieder volles Schild. Jetzt hier kann ich da auf den nächsten gehen. So, wir holen uns wieder ein bisschen Ding zurück. Ich glaube, ich war jetzt nicht so clever. Man sieht es auch, was hier an Damage reinkommt. Naja, und da hat er mich natürlich jetzt weggemacht. Da habe ich es ihm leicht mal gemacht, muss ich sagen, da auch, dass ich da so weit vorne war. Also das, da hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Aber habe mich da ein bisschen verleiten lassen. Das hat man auch gut gesehen. Aber bisher läuft es ganz ordentlich. Deswegen bleibe ich jetzt auch doch nochmal eine Runde hier bei der Gora. Aber mit 20:25 ist das alles sehr, sehr, sehr knapp. Eigentlich würde ich gern da meinem Team helfen. Naja, 25:25. Ja, das war jetzt eher optimistisch von ihm. Aber da hat er sich natürlich schnell wieder verpieselt. Und jetzt muss ich Shield activaten. Und jetzt haut er ab, weil er merkt, es wird nichts mehr. Und jetzt hier auf den nächsten. Jetzt erstmal treffen, dass das auch hier wieder der Schaden beim Nachbarn ankommt. Und da der Assist. So, sehr gut. Und jetzt hier ein bisschen die Geschwindigkeit verstärken. Und hier beim Team bleiben.
jetzt wird mal das abgebrochen. Mein Nebenmann beamt sich nach vorne. Ja, wenn die hier alle sich irgendwo hinbeamen, dann werde ich jetzt auch mal ein bisschen zumindest meine Geschwindigkeit erhöhen, dass ich wieder näher zum Mann komme, dass ich hier jetzt auch nicht wirklich viel verpasse. So, der kann mich da... So, und der ist zerstört. Da kann er sich hier gar nicht so anschleichen an mich. Also jetzt laufen die da alle einzeln rein und so einen... Der macht schon Schaden, auf den wir hier schießen. Aber wenn er natürlich so alleine ist, also da hat er wenig Chancen, hier da mit den großen Jungs mitzuspielen, sage ich mal. So, jetzt hat er... Ah, komm schon, das ist ganz knapp da. Ja, mein Kill. So, jetzt läuft es wirklich immer, immer besser für uns. So, der haut zwar ab, aber das stört uns jetzt nicht wirklich. Ich muss auf jeden Fall nur weiter vor und schneller mal wieder zum Gegner hin. Ja, so eine Nuke, die macht zwar Schaden, aber dafür muss er halt auch treffen, gell? So, der muss da weg und das ist natürlich eigentlich nicht meine Kampfklasse. Aber es schaut gut aus und da ist er zerstört. So, und direkt zum nächsten. So, und auch der ist zerstört, aber da hat er mich mitgenommen. Beziehungsweise ich wurde hier auch weggepustet, aber es schaut bisher super aus. Aber hier, der kam da jetzt rein und jetzt werde ich auch nochmal auf eine Korvette wechseln. So, ich gehe jetzt hier auf den Atlantis, auf den General Mischief, auf den will ich gehen. Und den sollte ich jetzt eigentlich ordentlich wegpusten können. So, und da geht es ganz easy, ganz schnell. Und jetzt nehme ich den auch noch mit. So, jetzt haut der zwar hier ab. Aber den hole ich mir schon noch irgendwie. So wenig Hitpoints, wie er hat. Haut der ab? Das gibt's doch gar nicht. Na gut. Dann springen wir hier wieder ins Gefecht zurück. Und jetzt will ich aber noch den letzten Kill, da will ich beteiligt sein. Und weg ist er. Sehr schöne Runde. Sehr schön. Die lief so, wie sie sein soll. Da war alles dabei.
Kills, Deaths, Überlegenheit, Unterdrückung, also alles, was man so haben kann, war hier vorhanden. Jetzt schauen wir mal, wie wir uns geschlagen haben. Also 100 zu 50 ist natürlich eindeutig. Das kann man ganz klar so sagen, wie es ist. Da braucht man jetzt auch nicht um den heißen Brei reden. Ich habe mein Level 9 erhalten. Sehr schön. Dafür gibt es auch ein paar neue Ausrüstungsgegenstände. Und ja, ich bin hier auf Platz 1 mit 2500, habe mir 7 Kills angeeignet, 2 Deaths und habe dann auch nochmal 6 assisted. Also das lief wirklich solide und ich glaube, da kann man sagen, war schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Dreadnought. Bis zum nächsten Mal. Euer Ikaramba.